Wix oder WordPress? Ich habe für dich den Vergleich gemacht und helfe dir bei der Entscheidung, ob der Website-Baukasten oder die beliebte Open-Source-Plattform für dich das Richtige ist, um deine Website zu gestalten. Legen wir gleich los. Als erstes vergleiche ich den Preis und das Hosting. Deine Website muss nämlich irgendwo gespeichert werden. Das nennt sich Hosting. Es gibt unzählige Hosting-Anbieter und wenn du deine Website auf WordPress baust, dann kannst du dir den Hosting-Anbieter selber aussuchen. Und das war für mich ein Pluspunkt, weil ich wollte gerne, dass die Website mit 100% Ökostrom betrieben wird von einem deutschen Anbieter. Und ich habe einen coolen Anbieter gefunden, der heißt Webgo, die haben einen super Support. Und das Hosting startet dabei 5 € und ist damit günstiger als die Version bei Wix, wo man bei 8,50 € erst eine werbefreie Website haben kann. Wix ist ein Website-Baukastensystem, also eine Alles-in-Eins-Lösung, wo das Hosting schon mit dabei ist. Das heißt, all die Daten von einer Website sind auf deren Servern gespeichert. Und das kann auch ein Vorteil sein, wenn du keine Lust hast, dich durch die ganzen Anbieter zu suchen und zu gucken, welcher der richtige für dich ist. Und wenn es dir eh auch nicht so wichtig ist, wie und wo das gehostet ist, dann ist Wix wirklich die einfachere Lösung. Außerdem ein echter Pluspunkt für Wix ist, dass ich dort eine kostenlose Website erstellen kann, sei es, um einfach mal zu schauen, wie das aussehen würde, sei es, weil ich jetzt ganz dringend eine Website brauche, aber gerade gar kein Geld habe oder eine Website nur für ein temporäres Projekt brauche und es gar nicht so wichtig ist, ob da jetzt noch Wix-Werbung geschaltet ist und ob die in der Domain, meine Domain at Wix-Website oder so steht. Ich finde das sehr praktisch, dass man einfach mal eine Website gestalten kann, ohne dass man irgendwas dafür bezahlen muss. Wenn es aber ums Bezahlen generell geht, dann ist WordPress die günstigere Version. Nicht nur, weil das Hosting günstiger startet, nämlich ungefähr bei 5 €, sondern vor allem auch, wenn ich mehrere Websites haben will, weil ich kann zum Beispiel, ich habe einen Tarif für 10 € bei Webco, wo ich außerdem 5 Domains frei dazu bekommen habe. Und ich kann da locker 2, 3, vielleicht sogar 4 Seiten über dieses Hosting laufen lassen. Alles für nur 10 € und ich muss nichts dazu bezahlen. Auch nicht für die Domains. Bei Wix hingegen muss ich für jede Website wieder neu bezahlen. Also wenn ich meinetwegen den günstigsten, einfachsten Tarif nehme für 8,50 €, muss ich das für die zweite Website nochmal wieder zahlen. Und außerdem ist die Domain nur für ein Jahr kostenlos und dann muss ich jährlich die Domain zahlen bei Wix. Was aber nicht so viel ist. So eine Domain kostet, glaube ich, so 10, 12, 20 € vielleicht im Jahr. Aber der generelle Preispunkt geht an WordPress. Zur Handhabung. Wix ist einfach einfacher. Es geht alles schnell. Es gibt vielleicht nicht so super viele Möglichkeiten, aber dadurch wird es auch viel übersichtlicher. Ich muss mich weder mit Hostings, mit Plugins, mit Updates beschäftigen. Das macht alles Wix selber. Und durch die Templates, die es gibt und die vorgefertigten Formen, bin ich super schnell bei meiner eigenen Website. Also wenn es einfach nur schnell gehen soll, dann bin ich bei Wix ganz vorne mit dabei. Es gibt sogar diese künstliche Intelligenz, die wo ich einfach ein paar Fragen beantworte und Wix dann die Seite ganz von selbst erstellt, dann die passenden Bilder raussucht und so weiter. Also wenn es ganz schnell gehen soll, dann ist Wix die beste Adresse. WordPress hingegen bietet mir die vollkommene kreative Freiheit und unendliche Möglichkeiten. Ich muss mich ein bisschen einarbeiten und viele sind erstmal abgeschreckt von der Komplexität. Aber es gibt so viele Ressourcen, die man benutzen kann, um das zu lernen. Und wenn man erstmal drin ist, dann versteht man, wie die Zusammenhänge sind. Und es gibt ja auch ein tolles Tutorial von mir, wo ich dir zeige, wie du eine WordPress-Webseite aufbauen kannst. Ich war beim Aufbau meiner Wix-Website ein bisschen genervt, weil ich manche Abstände nicht verändern konnte, weil ich den Trenner nicht dicker machen konnte. Und vor allem auch im Blog-Segment konnte ich nicht alle Einstellungen vornehmen, die ich sonst bei WordPress vornehmen kann. Deswegen bekommt WordPress einen großen Pluspunkt für komplette kreative Freiheit. Suchmaschinenoptimierung und Sicherheit.
Ich bin noch kein Suchmaschinenoptimierungsexperte, deswegen habe ich mal eine Google-Recherche gemacht und mir eine Handvoll YouTube-Videos angeguckt. Und es scheinen sich alle einig zu sein, dass Wix eine recht gute Suchmaschinenoptimierung liefert, dass das vollkommen ausreichend ist und dass WordPress aber bessere Möglichkeiten hat, dass man da noch viel mehr Einstellungen vornehmen kann, dass man richtig effektive Plugins installieren kann und man mit WordPress eine bessere Suchmaschinenoptimierung hinbekommt. Was die Sicherheit angeht, würde ich den Punkt an Wix vergeben. Denn dort brauche ich mir überhaupt keine Gedanken machen, regelmäßig zu updaten, alles auf den neuesten Stand zu haben und Sicherheitsplugins zu installieren. Das macht alles Wix selber. Viele argumentieren aber, dass man mit WordPress seine Seite noch sicherer machen kann als mit einem Website-Baukasten, weil man dort die Sicherheit selber in der Hand hat. Man kann ganz leistungsstarke Plugins installieren, die allerdings auch nicht unbedingt kostenlos sind, um seine Webseite richtig, richtig sicher zu machen. Ich belasse den Punkt für Sicherheit trotzdem für Wix, weil man sich da keine Gedanken machen braucht. Support. WordPress ist ein Open-Source-Projekt und keine Firma und deswegen gibt es da auch keinen Support. Das gesagt, kann man aber ganz viele Antworten auf seine Fragen finden, unter anderem in einer Vielzahl von Foren, von Blogartikeln, von YouTube-Kanälen. Man kann da seine Fragen posten oder auch direkt stellen und von vielen begeisterten WordPress-Anhängern seine Antworten bekommen. Außerdem habe ich auch schon meinen Webhosting-Anbieter Webgo angeschrieben. Andere Hosting-Anbieter liefern bestimmt auch guten Support, vor allem wenn es halt um das Technische geht. Bei Wix gibt es einen direkten Support, deswegen geht der Punkt hier an Wix. Auch wenn es kein Telefonsupport ist, sondern nur über E-Mail, finde ich es immer praktisch, wenn man einen direkten Support hat. Mein Fazit. Wix liegt in diesem Vergleich ganz knapp vorne, aber ich habe mich trotzdem für meine Webseiten für WordPress entschieden. Tja, jeder hat halt seine eigenen Vorstellungen und Ansprüche an eine Website. Jeder ist in einer anderen Situation. So kannst im Endeffekt nur du entscheiden, was für dein Projekt die richtige Möglichkeit ist. Und ich hoffe, dass dir dieser Vergleich ein bisschen geholfen hat bei der Entscheidung. Und falls du dich für WordPress entscheidest, habe ich ein ausführliches Schritt-für-Schritt-Tutorial für dich, wo ich dich ganz an die Hand nehme und dir zeige, wie du zu deiner Traumwebsite kommen kannst. Ich verlinke das unten in der Infobox. Und wenn du noch keinen Hosting-Anbieter hast, empfehle ich dir sehr, das 100% Ökostrom-Webhosting bei Webgo. Dafür bekommst du auch den Link unten in der Infobox und einen Gutscheincode über 10 Euro. Und damit kriege ich auch eine kleine Provision auf deine Bestellung. Und falls du dich für Wix entscheidest, bekomme ich keine Provision, aber ich habe dir trotzdem ein Tutorial gemacht, wie man eine kostenlose Website bei Wix erstellt oder dann auch das upgraden kann zu einer vollen Website ohne Werbung, wo ich dich auch Schritt für Schritt anleite, wie du zu deiner Website kommen kannst. Ich wünsche dir alles Gute für dein Projekt und für deine Website und freue mich über Kommentare, über Fragen. Ich freue mich auch über Spenden für meine Arbeit und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss!